Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um den Beckenboden der Frau, also um den Bereich zwischen Hüfte und dem Ansatz des Oberschenkels. Da laufen ja viele Funktionen zusammen, die Sexualität, die Blasenfunktion und eben auch die Verdauung. Und wenn man älter wird oder wenn man Kinder bekommen hat, dann kann es zu ernsthaften Folgen kommen, die unangenehm sind. Und heute sprechen wir über die Therapie einer solchen Beckenbodenabsenkung. Bei mir ist Tina Kadenbach-Blome. Sie ist die leitende Oberärztin der Frauenklinik und leitende Ärztin der Urogynäkologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Kadenbach, sagen Sie uns, was senkt sich da bei der Beckenbodensenkung? Ja, also um zu verstehen, was da im Becken passiert, muss man erstmal wissen, dass der knöcherne Beckenring, den ja Männer und Frauen haben, unten durch eine hängematenartige Muskelschicht verschlossen ist. Und diese Muskeln laufen ganz bunt durcheinander. Das ist für die jungen Ärzte immer sehr schwierig zu lernen, welcher Muskel da wohin läuft. Dann gibt es da starke Bandstrukturen, die die Knochen zusammenhalten, und es gibt auch Muskelsehnen. Und dann gibt es da leider auch relativ viel Bindegewebe zwischen den Muskeln. Und da sind wir schon beim Problem. Bindegewebe ist meistens genetisch bei den Frauen nicht das stärkste Gewebe. Und wenn also diese Hängematte, die die Bauchhöhle nach unten abschließt, sich senkt oder nachgibt, dann können die Organe des Beckens, die Blase, der Darm, die Gebärmutter, die Scheide, eben auch sich absenken. Und das führt dann zu verschiedenen Symptomen und ja, einfach zu auch ernsteren Erkrankungen. Ja, also es geht um die Gebärmutter, um die Scheide darunter, um die Blase davor, um den Darm dahinter, und die können sozusagen ins Rutschen kommen. Wie merke ich das denn? Ja, das ist so, dass das ein sehr schleichender Prozess ist. Das heißt, die Patientinnen wachen nicht morgens auf und merken, jetzt hat sich etwas gesenkt. Wenn eine Senkung in dem Stadium, in dem die meisten Patientinnen zu mir kommen, von einem auf den anderen Tag passieren würde, dann wären die Notfallambulanzen voll mit Frauen, die wirklich große Sorgen hätten oder auch Schmerzen. Aber so ist das ein sehr schleichender Prozess über Jahre. Und die ersten Symptome können manchmal einfach so ein Schweregefühl im Becken, ein Druckgefühl nach unten sein, Rückenschmerzen. Dann ist oftmals die erste Begegnung mit der Senkung für die Patientin, dass sie was tasten, was unten aus der Scheide heraus lugt. Ja, und dann erschrecken sich viele Patientinnen auch. Dann ist es so, dass die Patientinnen oft über Restharngefühl klagen, deutliche Veränderungen der Sexualität, auch mit Schmerzen beim Sex. Und dann die Ausscheidungssymptome, die sich verändern. Der Harnstrahl ist plötzlich nicht mehr so, wie er war. Der Stuhl kann plötzlich mit einem drängenden Gefühl einhergehen, dass die Patienten Angst haben, es nicht mehr zur Toilette zu schaffen. Mhm. Und das ist so ein sehr buntes Bild, mit dem die Patienten sich dann bei mir vorstellen. Ist das eine Geschichte von alten Frauen oder von Frauen mit 5 Kindern? Nein, Veränderungen des Beckenbodens kommen bei allen Frauen vor. Die jüngste Patientin, die in meiner Sprechstunde war, mit einer Senkung, war 28, und die älteste Dame, die ich therapiert habe, 105. Es ist also, der Beckenboden ist einer der wichtigsten Organe oder Strukturen des weiblichen Körpers. Und ja, von daher kann jede Frau jeden Alters betroffen sein. Ja, das heißt also, man gibt es da so bestimmte Dinge, die dahin führen? Also, dass man dann sagt, naja, kein Wunder, du hast ja auch immer zu viel gewogen, sowas zum Beispiel? Tatsächlich wäre das ein Grund. Also grundsätzlich ist ein Risikofaktor für eine Senkung oder eine Veränderung des Beckenbodens alles, was die Schwere erhöht, die dieser Beckenboden tragen muss. Also Übergewicht ist klar, eine stehende Tätigkeit, eine chronische Hustenerkrankung, ja, mit chronischer Lungenerkrankung. Dann natürlich, wie viele Kinder habe ich denn in mir getragen, geboren und ehrlich gesagt ja auch immer jahrelang danach noch getragen. Dann kommt hinzu, wie habe ich mich um meinen Beckenboden gekümmert. Leider ist der größte Risikofaktor für eine Beckenbodensenkung die Genetik des Bindegewebes. Und da muss man leider sagen, kann man ja nur so gar nichts dran verändern. Man kann nur durch gezieltes Training vielleicht da ein bisschen entgegenwirken.
Aber grundsätzlich sind die Frauen mit dem schwachen Bindegewebe mit einem hohen Risiko belastet, dass ihr Beckenboden im Laufe des Lebens nachgibt. Das hört sich jetzt so an, als sagen Sie, naja, treib immer schön Sport, ist eh gut für dich. Aber wenn du prädestiniert bist für ein schwaches Gewebe, dann kann man das eigentlich nicht verhindern, diese Absenkung. Also man kann durch gezieltes Beckenbodentraining, durch Yoga, durch Pilates, also durch alle Sportformen, die diese Käfigmuskulatur, Beckenboden, Rückenmuskulatur, Bauch, die diese Muskulatur stärkt, neumodern heißt das ja Stärkung der Core-Muskulatur, Kern des Rumpfes, genau, des Rumpfes. Wenn man da gezielt trainiert, dann kann Frau sicherlich Senkung erstmal aufschieben, also und auch eine sehr gute Prophylaxe betreiben. Letzten Endes entscheidet sich dann aber wahrscheinlich einfach nur später, wann eine Senkung auftritt. Und wann würden Sie operieren? Das ist eine Frage, die muss man immer sehr individuell mit der jeweiligen Patientin besprechen. Es gibt viele konservative Möglichkeiten. Also es ist nicht so, dass kleine Senkung sofort OP. Sondern es gibt wirklich viele konservative Möglichkeiten, die wir auch den Patienten anbieten und die wir auch besprechen. Also da ist zum Beispiel das Training. Leichtere Senkungsformen kann man sicherlich symptomfrei bekommen über ein gezieltes Training. Dann gibt es Möglichkeiten, sogenannte Pessare. Das sind Silikonformen, die es in wirklich unterschiedlichen Formen gibt, zu tragen in der Scheide. Ja, es gibt Formen, da muss die Patientin jeden Tag wechseln. Die junge Frau nach der Geburt, die merkt, ich brauche irgendwie mehr für meine Rückbildung, die kriegt ein sogenanntes Würfelpessar, was sie regelmäßig tragen kann oder auch nur zum Sport. Die Marathonläuferin zum Beispiel, gibt es viele meiner Patientinnen, die nur zum Sport so ein Pessar tragen. Und die alte Frau, die sehr krank ist, die kann auch dauerhaft so eine Silikonform in der Scheide tragen. Was natürlich nicht die Senkung als solche heilt, aber die Symptome verschwinden lässt in der Regel. Und wann würden Sie denn nun operieren? Also was kommt nach dem Pessar? Was wäre die nächste Steigerung? Ja, also grundsätzlich, wenn eine Patientin in die Sprechstunde kommt, dann müssen wir diese Patientin sehr gut kennenlernen. Wir müssen herausfinden, was sind genau ihre Symptome? Was macht denn die Senkung dieser Frau mit der Frau? Bei uns gibt es standardmäßig einen Fragebogen, der von der Internationalen Kontinenzgesellschaft herausgegeben wird. Und das sind schon mal viele Hausaufgaben. Das sind nämlich 4 DIN A4 Seiten mit Fragen, die jede Patientin erstmal ausfüllt. Und dann gehen wir diesen Fragebogen gemeinsam durch. Dann kommt eine sehr diffizile Untersuchung der Muskulatur. Dann gucken wir wirklich die Blase, die Gebärmutter, den Darm an. Und wenn dann wir die Patientin kennengelernt haben, dann sprechen wir auch über, was möchten Sie denn? Ja? Und es gibt ganz verschiedene Operationsmöglichkeiten, aber grundsätzlich operiert man nur eine Senkung, die auch Symptome macht, nicht prophylaktisch, weil es passieren könnte und natürlich, wenn die Patientin es wünscht. Und da gibt es Patienten, die sagen halt schon bei leichten Veränderungen, ich möchte das nicht, ich möchte, dass das wegoperiert wird. Und es gibt natürlich viele alte Patienten, die große Sorge haben vor einer Operation und bei denen ist man dann auch zurückhaltend. Und welche OP-Möglichkeiten haben Sie dann? Da gibt es auch zum Glück heutzutage sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Erstmal gibt es immer die Möglichkeit, das eigene Gewebe wieder zu reparieren. Wenn Sie sich vorstellen, dass Männer ja ihre Bindegewebsbrüche am Nabel oder an der Leiste bekommen, dann sage ich immer zu den Frauen, wissen Sie, ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei uns ist die Sollbruchstelle des Bindegewebes im Beckenboden. Und jetzt muss man sich genau angucken, wo ist denn da der Defekt, wo ist denn da was kaputt gegangen? Und dann kann man erstmal das eigene Gewebe raffen. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, mit künstlichem Gewebe, so wie das eben zum Beispiel auch bei den Männern bei Leistenbrüchen gemacht wird, das Gewebe des Beckenbodens zu stärken. Dann gibt es die Möglichkeit, durch die Scheide zu operieren, was sehr wenig invasiv ist. Und es gibt die Möglichkeit, laparoskopisch, also minimalinvasiv, zu operieren. Und jetzt sind wir also bei jeder Patientin individuell angekommen. Die Geschichte der Operationen für Senkung und Erkrankung des Beckenbodens in Deutschland ist eigentlich die, dass man bis vor so 20 Jahren, 25 Jahren immer nur die Eigengewebsraffung hatte. Das heißt, one fits all für alle Frauen, egal ob jung, egal ob alt,
gerne kombiniert mit, ach, dann nehmen wir die Gebärmutter auch gleich raus, weil ja, die hat, ne, die hat ja, genau, damit die Last weg ist oder die hat ja auch noch einen Muskelknoten oder dann bluten sie auch nicht mehr. Und das war so die Standardoperation. Auch kombiniert noch mit Fixation einseitig der Scheide, vielleicht hinten am, an so einem starken Band in der Nähe des Sitzbeinhöckers. Und irgendwann hat dann aber mal, ich glaube auch dadurch, dass viel mehr Frauen in die Gynäkologie gekommen sind, es eine Entwicklung gegeben, dass das doch eine individualisierte Therapie sein sollte. Also nicht jede Patientin dieselbe Operation bekommen kann oder sollte. Und jetzt ist es so, dass man die Patienten je nach Altersgruppe, nach Wunsch, auch nach OP-Ziel berät und dann eine Operation empfiehlt. Ja, ich komme nochmal zurück auf die Eigengewebsraffung, denn das klingt ja für viele immer erstmal sympathischer, etwas aus sich selber herauszumachen, anstatt sich ein Implantat einsetzen zu lassen, was irgendwie was Fremdes ist, da weiß man ja nie. Wo sind die Vor- und die Nachteile dieser Eigengewebsraffung? Also die Vorteile der Eigengewebsraffung ist, es ist eine, wie Sie schon sagen, es wird kein Fremdkörper eingelegt, es ist eine sehr standardisierte Operation und man hat sehr lange Erfahrung damit. Ja? Und die Technik wird auch gekonnt, auch ich sag mal an Häusern, die jetzt nicht so zentral liegen wie wir hier in Hamburg oder so. Ja? Das heißt, das ist erstmal eine Basisversorgung, die ist da. Nachteilig ist, dass man die Patientin darüber aufklären muss, dass in bis zu 50% das Gewebe wieder nachgibt. Oh. Weil das Bindegewebe ist ja nicht gut, das wissen wir ja. Und wenn wir etwas nähen und raffen und versuchen, eine Narbenplatte zu bauen aus etwas, was nicht gut ist, dann kann man ja irgendwie herleiten, dass das vielleicht dann wirklich nicht für immer hält. Ja. Und deswegen ist es unabdingbar, dass man der Patientin sagt, wenn ich nur, in Anführungsstrichen, nur ihr eigenes Gewebe repariere, dann ist eine hohe Rate gegeben mit einem Risiko, dass sie nochmal operiert werden muss. Und wenn man jetzt sich stattdessen ein Implantat einsetzen lassen würde, was ja, glaube ich, so ein Netz ist, das man dann sozusagen im Beckenboden einbaut, da hört man dabei jetzt doch auch immer wieder solche Diskussionen von wegen, taugt das Zeug denn was und wie ist denn da die Qualität? Was sagen Sie uns dazu? Also die vaginale und auch die laparoskopische Netzversorgung für Beckenbodenerkrankungen ist mittlerweile sehr etabliert. Mhm. Und die Implantate, die wir an der Klinik verwenden, sind alle in klinischen Studien geprüft. Das heißt, an Patientinnen und auch in einer hohen Fallzahl. Weil man muss heute in sichere Implantate einbauen. Die Patientinnen bekommen alle einen Ausweis. Die Implantate sind immer nachvollziehbar vom Hersteller bis zur Patientin. Und unsere Erfahrungen sind die, dass wir eine sehr sichere Methode haben. Sie müssen sich vorstellen, was wir da machen, ist im Grunde genommen Folgendes. Wir legen in die kaputte Bindegewebsschicht ein künstliches Gewebe. Dann ist das ein Gewebe, was der Körper sehr gerne annimmt, weil es zum Beispiel titanisierte Netze gibt. Mhm. Und Titan ist ein sehr fettfreundlicher Belag von so einem Implantat. Mhm. Dann kommt also die Körperzellen, die ummauern das dann. Und dann haben wir eine Bindegewebsplatte, aber jetzt hat dieses Bindegewebe einen unkaputtbaren Kern. Mhm. Und dadurch kommt auch die wirklich tolle Haltbarkeit. Die Rezidivrate, die Wiederkehrrate beim Netz ist im Grunde genommen kaum gegeben. Mhm. Ja? Was, jetzt haben wir also über die verschiedenen Möglichkeiten Eigengewebe, Fremdgewebe gesprochen. Mhm. Wenn jetzt eine junge Frau zu Ihnen kommt, die auch noch viel vorhat in ihrem Leben, bauen Sie der dann auch so ein Netz ein oder was tun Sie dann für die? Genau, da sind wir wieder bei der Wichtigkeit der individuellen Therapie. Eine 35-jährige Frau, die hat zwei Kinder geboren, wobei das nicht der Hauptrisikofaktor ist, das muss nochmal gesagt sein. Also auch das Tragen der Kinder und das Tragen hinterher macht viel aus. Die kommt und hat also eine Senkung, die sie bemerkt, zum Beispiel mit so ein bisschen Resthahnbildung, weil die Blase sich gesenkt hat und die Harnröhre dadurch abknickt. Dann kann ich natürlich jetzt, muss ich dir jetzt fragen, was möchten Sie noch tun? Und da gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass sie noch 30 Jahre lang ein erfolgreiches und erfülltes Sexleben haben möchte. Mhm. Dann versuche ich natürlich, so wenig Narben wie möglich in der Scheide zu haben, weil jede Narbe kann die Sexualität negativ beeinflussen.
Und bei ihr würde ich jetzt zum Beispiel dann, wenn die eine Operation braucht oder möchte, dann würde man zum Beispiel eine minimalinvasive laparoskopische Versorgung machen. Und auch da kann man dann ein Netz zwischen zum Beispiel Scheide und Blase oder Scheide und Darm einlegen und gleichzeitig auch die Gebärmutter stabilisieren. Und das ist so ein Punkt. Da sind wir in Asklepios Altona eine Klinik, die routinemäßig auch die neueren Verfahren anwendet, wo die Gebärmutter beidseitig im Körper wieder neu befestigt wird. Früher war es immer hinten am Kreuzbein, oder? Ganz genau. Und das war nur ein einseitiges Ziehen. Und da sage ich immer zu den Patienten, wenn sie eine Bluse nur am einen Ärmel aufhängen, dann kann das irgendwie nicht richtig gut werden für die Faltenfreiheit der Bluse. Ja. Aber wenn man, wie die Natur das ja auch gewollt hat, die Gebärmutter oder das Zentrum des Beckenbodens beidseitig aufhängt, dann sind wir der Natur schon ganz nah, so wie das eigentlich ja im Körper ist. Mhm. Und diese Methode, das nennt man die Aufhängung nach Dubuisson, das ist ein Schweizer Professor, der macht das seit 1998, die ist bei uns im Grunde genommen das Routineverfahren für die junge Frau, die operiert werden muss. Mhm. Wir kommen schon zum Schluss unseres Interviews. Trotzdem noch die Frage, Sie wandeln sich ja gerade zu einem Zentrum. Wozu ist das gut für die Patientin? In einem Zentrum nach den Vorgaben auch der Deutschen Kontinenzgesellschaft und auch der internationalen Richtlinien sind alle Ärzte, die sich überhaupt mit dem Beckenboden beschäftigen, vereint. Das bin ich als sozusagen zwischen den Stühlen, über mir die Blase, hinter mir der Darm. Das ist der Koloproktologe, der sich mit den Erkrankungen des Enddarms beschäftigt. Das ist der Urologe, der sich mit der Blase als Organ beschäftigt und den Nieren. Das ist der Neurologe, weil es gibt auch viele neurologische Erkrankungen. Und das alles unter einem Hut bietet für jeden Patienten, der in ein Zentrum kommt, immer die richtigen Ansprechpartner, weil jeder auch von jedem weiß und die Patienten richtig leiten kann. Vielen Dank für dieses interessante Interview. Gern geschehen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!